Hallo und herzlich willkommen zurück im Kloster der Adagyakshi hier bei Mass Effect 3. So, ja, in der großen Halle liegt eine Bombe. Na toll. Gehst mal kaputt und du kühl mal dein Gemüt ab. Genau. Ruhig bleiben. So, da vorne liegt noch einiges an Munition. Und so wie ihr in Stellung geht, erwartet ihr wohl, dass hinter der nächsten Tür auch wieder Trouble ist, oder? Sind die alleine schon nervig? Dann kommt da noch so viel anderes Geschwell dazu. So. Schön langsam und vorsichtig alles durchsuchen. Das könnt ihr irgendwo noch. Zielfernrohr, gut, da habe ich das andere, das ist mir wichtiger. Oh. Noch eine tote Elite-Soldatin. Sollte sie die Reaper aufhalten oder wurde sie zurückgelassen? Elite-Soldatinnen arbeiten im Team. Sie hat sich vermutlich freiwillig für die Bewachung dieser Position gemeldet. Hoffentlich hat sie vor ihrem Tod noch ein paar erledigt. Tja, da müssten ja ein paar Leichen hier rumliegen. Also sonderlich viel scheint die nicht gerissen zu haben. Leider. So, Fahrstuhlsteuerung, ansonsten ist hier nichts drin, okay? Das ist unsere Bombe. Und Valer. Valer, Rila hört uns nicht. Sie doch, sie lebt noch. Ich weiß. Aber es geht Rila nicht gut. Rila ist noch keine von denen. Unmöglich. Sie muss nur aufwachen. Oh? Rila? Rila, hörst du mich? Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Nicht ohne einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Tja,
Hätten wir wohl vorher gucken müssen. Ach, schön. Später. Ach nee, die sind zu zweit. Jo, 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 jo. Chill mal deine Existenz hier. Die andere. Blöde Kuh. Das ist der letzte. Für den Moment gehen wir zurück zur Bombe. Ja, also zu zweit sind die noch nerviger als alleine. So, okay, wir sind zurück bei der Bombe. Ah, und der Schubs. Nimm den Fahrstuhl. Was tust du da? Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh. Ja, sie hat den Zünder. Los! Nein! Rila! Ich liebe dich. Sind nicht eure Sklaven. Okay. Na ja, gut, drastische Maßnahme, aber muss das. Nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich... Valer, laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Valer. Mutter, nicht! Meine Töchter.
Ihr wart viel stärker. Loslassen. Nö. Was tun Sie da? Dem Kodex folgen. Indem Sie Ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Ich würde es verstehen, wenn Sie Valer hier helfen wollen. Das muss warten. Vorher helfe ich gegen die Reaper. Ich rede mit Valer und schließe mich Ihnen dann an. Wenn Sie wollen. Ja, komm. Mir auch, mein Freund. Okay. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Eine derart zugespitzte Lage war nicht vorherzusehen. Darum habe ich ja, die doch Bombe eigentlich gezündet. Schon. Mögen die Adat Yakshi in Frieden ruhen. Das Vorgehen der Reaper war monströs. Ein weiteres Team von Soldatinnen war schon zum Kloster unterwegs. Ich unterstelle Sie jetzt offiziell Admiral Hackett. Sie werden Ihnen loyal dienen. Leben Sie wohl. Nee, tschüssi. So, 2866. Die Volos-Bomberflotte, ja. Da auch wieder ein alter Mitstreiter drin. Das ist sehr gut und Samara dabei ist auch sehr gut. Dr. Gavin Archer, ja, gut, okay. Ja. Wir können uns auf eine Konfrontation mit den Reapern einlassen. Langsam und vorsichtig natürlich. Aber wir brauchen nicht mehr zwingend die ganze Zeit nur noch vorhin weglaufen. So. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Das ist gut. Och, eine. Asari-Trupp bereit. An Corinne Limmers. Commander Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz bei der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kannte einige der Elitesoldatinnen, die in dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen. Aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzig gute Nachricht der Woche. Unterwegs zur Front, Samara. Shepard, ich habe meine Angelegenheiten auf Lessos erledigt. Ich würde Ihnen gerne anbieten, wieder mit Ihnen auf der Normandie zu reisen, aber der Kodex schreibt vor, dort am Kampf teilzunehmen, wo die Lage am schlimmsten ist. Während Sie Ihre entscheidende Arbeit leisten,
werde ich mein Bestes an der Front geben. Vor meiner Abreise kehre ich zwecks Vorbereitung noch einmal kurz auf die Citadel zurück. Falls es nicht mit ihren Pflichten kollidiert, finden Sie mich dort. Samara. Okay. Citadel treffen. Jacob Taylor. Hey Shepard, dieses Tigel-Projekt ist der Wahnsinn. Jin und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir könnten uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galax war alles so chaotisch, ich würde gern mal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns. Jacob. Ja, wir haben uns gesehen und es war auch auf der Citadel sehr chaotisch, deswegen haben wir das halbe Gespräch leider nicht mitbekommen. Tigel-Update. Bryn Cole. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Galax rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tigels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Bryn Cole. Jo. Das Tigel-Projekt hat von der Asari-Regierung neue Tech erhalten. Ich bin froh, dass Sie beschlossen haben, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Jeder muss jetzt kämpfen, ganz egal wie hübsch er ist. Ich habe das auch gelernt, auf die harte Tour. Ja, so hart ist das jetzt auch nicht unter meinem Kommando zu tun. Commander? Tja, und ich dachte, ich hätte Samara wieder an Bord. Okay, hier ist noch einer aus der Zeit der Rachni-Kriege. Ein Kroganer und ein Salarianer landen für eine streng geheime Mission auf einem Rachni-Planeten. Unwahrscheinlich. Salarianer haben nur selten direkt an Operationen auf Planeten unter Kontrolle der Rachni teilgenommen. Darum geht's nicht. Die zwei klettern also einen Hügel rauf, müssen dabei durch diesen ekelhaften grünen Nebel. Und als sie fast oben sind, lichtet sich der Nebel und der Salarianer sieht Tausende von Rachni. Er sieht zu dem Kroganer rüber und sagt, also das macht mich jetzt nervös. Der Kroganer sagt, das macht sie nervös? Wenn das hier vorbei ist, bin ich auf dem Weg zurück durch den Nebel ganz allein. Er deutet damit an, dass der salarianische Soldat dann tot ist. Genau. Danke für die Demontage eines 2000 Jahre alten Witzes. Dieser Witz bedient rassistische Klischees auf beiden Seiten. Der Kroganer ist ein grober, gefühlloser Klotz und der Salarianer ein Schwächling. Es waren genau solche Klischees, die zur Entwicklung und Freisetzung der Genophage geführt haben. Stimmt. Es ist aber auch einer der wenigen Witze, die sowohl Salarianer als auch Kroganer bis heute erzählen. Es geht beim Humor nicht darum, nett zu sein. Es kommen dadurch auch die hässlichen Dinge ans Licht, die die Leute wirklich denken. Gut, dass Sie Samara das ausreden konnten. Hätte nie gedacht, dass sie ihre Pflicht mal nicht erfüllt. Ich weiß nicht. Einerseits war dieser Kodex alles, wofür sie gelebt hat, und das seit Jahrhunderten. Aber dann geht die Galaxie den Bach runter und die alten Regeln werden bedeutungslos. Ich meine, wir nehmen schon immer den kürzesten Weg, richtig? Meistens. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, kann uns die Allianz immer noch vor ein Kriegsgericht stellen. Warum? Commander? Was machen Sie da, Edie? Ich überwache Berichte über Protonenstürme und andere Weltraumwetterphänomene. Da die Reaper die Kombaken-Systeme angreifen, könnten kritische Warnungen untergehen. Wie schlimm sind diese Stürme? Wenn wir gewarnt sind, halb so wild. Aber wenn wir nicht gewarnt sind, sehr schlimm. Danke für die Information, Edie. Hallo, Shepard. Ja, hallo, Edie. Gut. Bewegung? Hallo? Commander? Warum kann ich mich hier nicht mehr rausbewegen? Jetzt hänge ich hier fest. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Bin ich denn da jetzt hingelaufen? Ich kann mich nicht bewegen. So, dann speichere ich hier mal ab und dann probieren wir das Ganze hier nochmal zu laden. Vielleicht können wir uns ja dann wieder bewegen. Mal schauen, was passiert ist. Ja, jetzt geht's wieder. Commander? So, bloß nicht wieder hängen bleiben.
Das war ja mal strange. Hatte ich auch noch nie. So. Crewtech, na, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das heißt, uns bleibt jetzt nur noch das Treffen mit den Quarianern, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich hier das Abholen gegebenenfalls von den 25% Geschichten hier. Und wir könnten natürlich wieder auf der Citadel zurück und da alles abgeben, was wir hier so in der Zwischenzeit hier drüben noch gefunden haben. Da liegt viel Treibstoff rum, den ich so gar nicht mitnehmen kann. Auch nochmal massig Treibstoff, okay. Wir haben nur noch das Reden mit den Quarianern, okay. Davor möchte ich auf jeden Fall wissen, dass dann wieder aufgrund von irgendeiner Sequenz ich dann irgendwas von dem, was ich jetzt geholt habe, nicht abgeben kann. Das kann einem nämlich passieren. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, ich würde gerne aufs Präsidium unterhaus. Steht umgehend zur Verfügung. So. Was konnten Sie den Inschriften entnehmen? Wirklich? Ausgezeichnet. Ich wusste, Sie würden etwas finden. Gut. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Geöffnete Ware kann nur gegen Gutschrift zurückgegeben werden. Danke. Schauen Sie mal wieder vorbei. Ja, werde ich vielleicht sogar machen. Zusätzliche Energiezellen, Waffenschaden. Kanala Export bietet Ihnen Produkte für Sicherheit und Seelenfrieden. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Die Blood Dragon Rüstung mag ich nicht haben. Jetzt auch nichts Neues. Irgendwo auf der Citadel muss das arme Mädel noch sein, der wir hier die traurige Botschaft von ihrer Lebensgefährtin überbringen müssen. Ihr Name ist Tashia Paray. Yeah. Natürlich. Beshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Ja. Yeah, wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Ja, das sind eben genauso die Kleinigkeiten. Ich sag, das brauchen wir alles. M6. Ein Carnifex. Alle Produkte sind herabgesetzt. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Danke, dass Sie bei Casa Fabrication Waffen eingekauft haben. Da habe ich wohl irgendwo eine Waffe übersehen. Sportartikel. Bald mein Heil. So, da ist nichts. Willkommen bei Elgor Munition. Danke, dass Sie bei Elgor Munition. Willkommen bei Cyprotein Waffen. Danke, dass Sie bei Cyprotein Waffen eingekauft haben. Einfach mal kaufen. Hallo, Shepard. So, da ist auch nichts. So, dann haben wir da oben den Lurch. Für den habe ich, glaube ich, auch noch nichts gefunden. Ich kann sein, dass ich im Wärterkrankenhaus jetzt noch was abgeben kann. Sicher bin ich mir da allerdings jetzt auch nicht. Das ist nur Werbung.
Ach Moment, dem anderen war der nicht das mit den Reaper-Waffen, mit Reaper-Tech zum... Du hier? Noch eine gefunden? Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Dem habe ich, glaube ich, schon geholfen. Okay. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment, bitte. So. Ankunft beim Huerta-Krankenhaus. Immer probieren, allen zu helfen. Euch habe ich leider nichts, okay. Für euch auch nicht. Das mit dem Antitorianer-Gift habe ich auch nicht. Dann habe ich im Huerta-Krankenhaus nichts. Das ist sehr schade. Okay. Wir hatten ja schon das Gespräch. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment, bitte. So, in die Botschaften. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ich darf nicht vergessen, dass ich mein Zeug aufwerte. Da ist er mal. Ich hatte gehofft, Sie kommen. Ja, natürlich. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Wieso die letzten Stunden? Da kommen noch ein paar mehr. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Oh ja. Mach ich eigentlich jedes Mal. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ist doch okay. Kommt Falair in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann... Dann Falair. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Naja, es kann aber durchaus... Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Falair einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank.
Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Ihr Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Und wie viele willst du töten? Also, ich liege 2-0 vorne. Viel Glück, Samara. Na naja, gut, den auf T'Chanka hat ein Dreschel unterlegen. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Danke. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Der kroganische Anführer. Ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten. Der Antrag Ihrer Tochter ist bearbeitet worden. Was? Sie sagten doch, das sei unmöglich. Wie haben Sie das angestellt? Ich habe mit Freunden gesprochen, einige Gefallen eingefordert und bin ein paar Nächte länger aufgeblieben. So. Bailey wird vermutlich keine neuen Infos von uns haben. Wir gucken trotzdem mal rein. Ne? Hey, alte Shepard, Socke. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Naja. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Verletzung, Citadel, Odina, Krieg, Familie, zurück. Okay, das war's. Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Okay. So, haben wir hier... Im Terminal ist nichts. Und bei der Spectre... Turianatoxin? Okay. Habe ich die übersehen irgendwo? Weil ich sie jetzt hier kaufen kann. So, aber dann müssen wir noch mal ins... Nein, nee, nicht Schießanlage. Ich wollte nicht schießen. Ins Präsidium für den Lurch. Und ins Huerta Krankenhaus. Für das Turianatoxin. Ich meinte, ich hätte die... Könnte man noch finden, das muss man nicht kaufen. Einen Moment, bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Aber dann haben wir, müssten wir so ziemlich alle unterstützt haben, die wir unterstützen können bis zu diesem Zeitpunkt und können dann tatsächlich das nächste Kapitel des Spiels vordringen. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke. Das ist gut. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ja. So, und das, damit hätten wir dem Lurch geholfen und... Batarianische Schiffe der untergegangenen batarianischen Hegemonie haben sich überraschend den Allianz Du hattest auch noch irgendwas, aber... Sei wichtiger als jeder alte Groll. So. So, woher hat er Krankenhaus? Ankunft beim Huerta Krankenhaus. Das müsste theoretisch hier gewesen sein. Bisher gibt es noch keinen Nachfolger. Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden.
Ein Gift, das speziell für Turianer entwickelt wurde. Okay. Zeigen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Danke. Damit hat der General vielleicht eine Chance zu überleben. Habe ich nicht gefunden. Habe ich gekauft. Nun gut. Aber dann habe ich jetzt gar nicht mehr Möglichkeiten, glaube ich. Sektorstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja. Einen Moment bitte. Das heißt, wir gehen wieder zurück zur Normandy und haben dann alle unsere Verpflichtungen soweit erfüllt. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht's weiter zu den Quarianern. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.